Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2 Remake 2019. Ja, leicht actiongeladen war es in der letzten Folge. Unsere nicht so unbedingt notwendigen Kontakte mit den Licker 1 und 2. Oh Mann, ich hätte es ich hätte erstmal warten müssen, weil wir hätten eh nochmal dahin müssen. Sollen, ja, hin sollen sein, keine Ahnung, weil wir ja noch ins Stars Büro müssen. Das hätte ich dann vielleicht miteinander verbinden können mit dem Film. Habe ich erst später, ist mir erst später eingefallen, dass ich das hätte auch so machen können. Aber naja, gut, ich habe ein bisschen für Action gesorgt, das muss auch sein. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Wir haben noch eine Kurbel und eine Tür, die müssen wir noch aufkurbeln. Und warum wir hier nicht mal hinkommen, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Es scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein. Aber ich glaube, dass die gute Claire da auch irgendwann reinkommen wird. Und die hat bestimmt einen Gegenstand dabei, womit man das dann in diesen Speicherraum dann dieses Ding da drehen kann. Garantiert. So wird es sein. Mit Leon nicht mehr, aber mit Claire. Garantierto. Gut, dann machen wir uns mal auf. Einmal hier. In den Warteraum. Hier sind überall Geräusche von Zombies, Alter. Hier überall. Aber hier sind keine mehr. Aber die Soundeffekte sind da. Das macht einen irgendwie. Dort der Tresor ist auf. Das ist gut. Ist der Computer überhaupt an? Nein, der ist aus. Okay. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Zombie hier. Nein. Aber Feueralarm ist noch da. Was ist denn hier nochmal? Ah ja, der Kunstraum, ne? Okay, da haben wir den Rubin gekriegt. Den Rubin haben wir auch immer noch, ne? Mit dem Rubin haben wir nichts machen können bis jetzt. Aber ich glaube, das wird irgendwann kommen. Irgendwann werden wir den Rubin brauchen. So, da war noch etwas für die Kurbel. Was ist dahinter? Scheiße, ich weiß nicht, was war im Original dahinter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar da so grob im Kopf, was hier so überall noch war, aber hier habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass man irgendwo noch ins Büro von Chief Irons kommt, aber ob das hier ist, weiß ich nicht mehr. So, wir drehen einfach mal auf. Bitte keine Zombies, bitte keine Zombies. Bitte, 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 keine Überraschung. Okay, das könnte aber das Büro sein. Guck mal, die haben die Kurbel jetzt aufgebraucht. Wir brauchen sie nicht mehr, das ist gut. Ich hebe sie trotzdem auf. Okay, Hydrant. Eine Wackelpuppe. Alles gut. Wie die wackeln, Alter. Aber es ist immer eine lustige Wackelpuppe. Die bewegen sich wenigstens schön. Nicht schlecht. Okay, wir schlagen sie kaputt. Also, wir machen sie. Schlagen sie kaputt. Geht auch mit dem Messer. Warte mal kurz. Wie kann man nochmal die Gegenstände. Kann man ein Messer hier auch irgendwie hinlegen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rüste die mal eben kurz aus. Ausrüsten, kombinieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Geht wahrscheinlich irgendwie, aber ich bin wahrscheinlich wieder zu doof dazu. Bingo! Da haben wir eine weitere Wackelpuppe. Und einen Raum. Chief's Office. Ich wusste es. Ich habe es gewusst. Dass hier noch das Chief's Office kommt. Aber theoretisch sollte da nicht sehr viel für uns drin sein. Wo geht's denn hier noch hin? Wo geht's denn hier noch hin, bitteschön? Alter, wo. Alter, wo geht's denn hier noch hin? Okay, noch ein paar Bretter. Okay. Macht mir Sorge. Ich dachte, wir hätten alle möglichen Möglichkeiten. Ich dachte, wir hätten alle Fenster, Situationen mit Fenstern zugemacht. Scheinbar gibt es noch Munition. Das gefällt mir gut. Munition nehme ich gerne mit. Da ist noch eine Tür, Alter. Geht das hier noch hin, Alter? Lauter Hüte könnte sich Leon mal auf den Kopf setzen. Der braucht noch einen Hut. Leon braucht noch einen Hut. Zwei Türen haben wir hier.
Okay, hier geht's raus. Oh, hier regnet es durch. Wir sind draußen. Warum? Ach so. Okay, das hat irgendwas mit dem Feuer zu tun, bestimmt. So, ein blaues Kraut. Darauf ist ein Kraut gewachsen. Okay, da kommen wir runter. Das hat irgendwas mit dem Hubschrauber zu tun, bestimmt, der Ort. Wir gucken uns erstmal durch, erstmal ein bisschen an hier. So, da war auch noch eine Tür. Ein Lagerraum. Alter, warum ist das hier so verdächtig? Es ist hier viel zu ruhig, Alter. Es ist hier viel zu ruhig. Und ich glaube, war hier nicht irgendwas? Ich habe so plötzlich so ein Déjà-vu von damals, dass hier irgendwas war. Scheiße, Alter. Ich habe hier irgend so ein Déjà-vu. Leck mich doch am Arsch. Ein großes Zahnrad. Was? Was zwei Plätze einnimmt? So groß ist das. Ein großes Zahnrad. Okay. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Leute, ich habe ein bisschen Bammel. Ich sollte hier noch nicht sein. Ich sollte hier noch nicht sein. Munition. Gefällt mir überhaupt nicht, weil ich die hier finde. Ah, war ja klar. Ein Herzschlüssel, oder? Ich mach den mal eben kurz platt. Oh, noch einer. So viel zum Thema, ich mach den platt. Aber lieber jetzt als später, ne? Ich habe diesen Raum als mies in Erinnerung irgendwie. Irgendwas habe ich im Kopf gehabt, dass da hier irgendwas, dass hier irgendwas war. Irgendwas war hier. Okay, wir gehen hier im Kreis, okay. Diese Tür ist zu, okay. Diese Tür ist zu. Okay, er wacht wieder auf. Wir erledigen mal eben kurz den Vogel. Dann brauchen wir ja später nichts zu tun. Ich hoffe mal, dass sie nicht respawnen. Das will mir nicht gut gefallen. Okay, diese Tür haben wir. Okay, also. Da ist ein Herzschlüssel, da ist eine verschlossene Tür, von der wir wahrscheinlich irgendwo hinkommen. Okay, und da können wir raus. Unten war auch noch irgendwas. Unten war auch noch irgendwas. Und das Schiefbüro. Ich würde ja gerne gleich erstmal rein. Ich gucke erstmal hier nach. Was wir hier so haben. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Jetzt weiß ich auch, was man mit den Brettern machen muss. Jetzt weiß ich auch, was man mit den Brettern machen muss. Weiß ich, was man damit machen muss. Okay. Ein Herzschlüssel. Ein Herzschlüssel. Ey, das Polizeirevier ist viel größer. Das war doch. Im Original war es doch nicht so weitläufig, oder? War es auch so? Die haben mir das viel weiter ausgedehnt, habe ich das Gefühl. Kreuzschlüssel. Hatte ich den nicht schon? Hatte ich den nicht schon? Herzschlüssel noch nicht, das weiß ich. Ich muss mal in eine Kiste gucken, aber ich meine, ich hätte den Kreuzschlüssel schon gehabt, oder? Ruhe! Ich muss mich konzentrieren. Okay, ich gehe jetzt erstmal in das Chief Irons Büro. Ich glaube, da war irgendwas ausgestopft, ne? So Tiere drin. Der war so ein Fan davon, ne? Der gute Herr. Ah, ich komme erst. Ich komme noch nicht rein. Ich komme noch nicht rein. So, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Mal kurz gucken.
Wir haben gefunden ein großes Zahnrad. Er gehört zu irgendeiner Maschine. Wahrscheinlich der Uhrenturm, ne? Wir müssen wahrscheinlich nach draußen zum Hubschrauber. Also, da waren wir jetzt, ne? Ich gehe noch mal kurz hier lang. Ich gehe mal kurz nach draußen, komm. Was soll der Geiz? Was soll it? Was soll it? Das einzige Ort, wo wir jetzt gerade hin können. Oder wo ich noch nicht unten war. Deswegen gucke ich mir das eben kurz mal kurz an. Vorsicht, immer vorsichtig. Ah! Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Aua. Autsch. Autsch, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh nein. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Oh, das ist mir so. Das sieht mir hier so nach. Das hier sieht mir hier so nach Arena aus. So, als wenn hier irgendwas kommt irgendwann. Alter, warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas kommt? Alter, willst du mich verarschen? Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas kommt? Geh mal kurz da runter. Ich habe den Hebel, habe ich gesehen, ich weiß. Ich habe den Hebel gesehen. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, Kräuter. Alter, wir finden jetzt so viele Gegenstände. Das macht mir echt Sorge. Das macht mir echt Sorge. Warum finden wir hier so viele Gegenstände? Zum Heilen und zum Schießen. Das ist doch irgendwas, ist doch nicht, hier ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Alter! Was zum Teufel? Und ich hätte speichern sollen. Ich könnte vielleicht immer noch speichern, wenn ich zurückgehe. Irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich höre hier lauter Geräusche. Aber war ja klar. War ja klar, Leute. War ja klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Es ist eure Stadt geworden. Ihr dürft hier rumlaufen, ne? Aber lasst mich bitte in Ruhe. Es ist meine Stadt, eure Stadt jetzt. So, jetzt aber. Die wachen wieder auf, ich weiß. Die wachen wieder auf. Kommen die da einfach durch, Alter. Einfach so. Jetzt wacht ihr auch noch auf. So. Die sieht aus wie Ada. Also die alte Ada von früher. Also die alte Ada von früher. Guck mal, da war irgendwas. Da war irgendein Hebel. Gut, dass ich den jetzt mal gesehen habe. Ich muss also hier hin. Ich muss also genau hier hin. So, jetzt sollte es gewesen sein. Jetzt sollte es das gewesen sein. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist irgendwas zum Regeln. Ich glaube, damit wir arbeiten jetzt daran, dass wir den Hubschrauber gelöscht bekommen. Schießpulver. Wo sind wir hier? Ein Speicherraum, Alter. Leck mich doch am Arsch. Someone lose a key. Ach, guck mal, ein Kreuzschlüssel. Irgendjemand hat einen Schlüssel verloren. Alles klar. Warum ist hier ein Speicherraum? Warum ist hier verdammt nochmal ein Speicherraum? Boah, Alter, das ist so verdächtig, ne? Das ist so einfach nur verdächtig. Haben wir noch irgendwo noch ein grünes Kraut? Da haben wir noch eins. Da können wir noch mischen. Können wir noch irgendwie noch was an Munition machen? Schießpulver. Machen wir noch ein bisschen normale Munition. Und dann kombiniere ich mal eben kurz. Dann will ich mal kurz speichern, weil ich habe das ungute Gefühl, ich muss jetzt speichern. Ich habe das ungute Gefühl, ich muss speichern. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das. Ach, scheiße,
Ich hätte Flinte machen sollen, ne? Ich hätte Flintenmunition machen sollen. Haben wir noch welche? Also, normale. Ne, Schießpulver habe ich nicht mehr. Nächste Mal, nächste Mal, nächste Mal. Gut, packen wir das Giftgemisch mal kurz weg. Das packen wir auch mal kurz weg. Dann kombinieren wir mal eben kurz das da mit. Dann haben wir wieder mehr Munition. So, na eben kurz gucken. Habe ich noch ein bisschen Munition hier drin? Nur Flintenmunition, das reicht erstmal. So, dann würde ich vorschlagen, das ist das Kampfmesser, das lasse ich noch. Die Kurbel kann weg. Das kann auch erstmal weg, das hochwertige Schießpulver. Und die Blendgranate packen wir mal kurz weg. Dann würde ich sagen, nehme ich das mit. Und ein weiteres Kraut, weil ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas wird passieren, aber ich bin mir nicht sicher, was. Weil das ist mir zu offensichtlich, dass hier irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass das Feuer, dass man hier einfach den Hubschrauber löschen kann. Ne? Ohne was, dass irgendwas kommt. So, der Schlüssel, der Kreuzschlüssel. Haben wir ihn doch noch nicht gehabt. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Das war der Pikschlüssel gewesen, ne? Genau. Das war der Pikschlüssel. Hier ist ein Speicherraum. Das macht mir echt Sorge. Wir nehmen das Ding mit. Alles andere brauchen wir nicht. Ist alles noch unwichtig. Gut. Vielleicht sollten wir, bevor ich das lösche, erst nochmal nach oben gehen und gucken, was in den Kreuzraumschlüssel ist. Weil ich glaube, sobald ich das gelöscht habe, ist hier irgendwas im Argen. Ich probiere es nochmal. Notfalls rennen wir nochmal zurück und speichern. Ich renne nochmal kurz zurück und gucke, was im Kreuzraumschlüssel ist. Im Raum. Im Kreuzraumschlüssel. Ihr wisst, was ich meine, Mensch. Ich komme ja nicht mehr hoch. Ich komme ja nicht mehr hoch, Mensch. Ich muss es tun. Stimmt. Die Leiter ist ja im Arsch. Oder hier. Nee. Oh. Okay, ich muss speichern. Tut mir leid. Sorry, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ah, okay. Ach, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ich dachte, du bist tot, Alter. Fick die Hölle, Alter. Komm. Bleib einfach tot. Tu mir den Gefallen und bleibe tot. Dumme Schlampe. In der nächsten Lampe steht die nächste Schlampe für mich bereit. Wie geil. Irgendjemand hat einen Schlüssel verloren? Hat irgendeiner einen verloren? Irgendjemand? Geil. Okay, dann müssen wir tatsächlich jetzt gucken, dass wir den Hebel umlegen da oben und den Hebel hier unten umlegen. Aber das mache ich erst, nachdem ich gespeichert habe und eine neue Episode eröffnet habe. Mal sehen, was passiert. Vielleicht füge ich die hier auch hier mit hinten dran oder ich mache einfach eine neue Episode. Machen wir mal eine kurze Folge. Mal sehen. Ich denke mal schon, das machen wir. Muss ja nicht alles 30 Minuten gehen. Kann ja auch schon mal ein bisschen kürzer sein. Dann machen wir in der nächsten Folge dann genau hier weiter. Und gucken mal, was passiert, wenn wir den Hubschrauber löschen. Wenn wir ihn gelöscht bekommen, heißt das. Mal sehen. Also dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann spielen wir ein bisschen Feuerwehrmann. Dann spielen wir Feuerwehrmann. Grisou! Ich möchte Feuerwehrmann werden. Oh je, was der arme Leon ja alles durchmachen muss. Ist der eigentlich mittlerweile ein bisschen sauberer? Er war ja sehr schmutzig, ne? Guck mal hier, immer noch schmutzig. Naja, so ist das halt, ne? Sein erster Tag im Amt. Nun gut, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier bei Resident Evil 2. Der Remake von 1998. Jetzt 2019. Vollkommen verbessert, vollkommen cool, absolut genial, sehr zu empfehlen. Mal sehen, wie es weitergeht. Also dann, macht es gut. Ciao mit V und tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.